Kaum sind Bushido und Shindy wieder vereint, werden Seitenhiebe verteilt. Der Beef zwischen Kollega und Shindy wird immer intensiver. Und heute wäre es fast zu einer Auseinandersetzung gekommen, laut dem Rapper Shindy. Denn er behauptet, dass Kollega vor seinem Hotel stand. Dies wurde von Kollega selbst nicht bestätigt. Oder warum er angeblich überhaupt da war. Shindy betont in seiner Ansage folgendes: Dieser Mann stand gerade vor meinem Hotel. Nächstes Mal lasse ich ihn von meiner Security kaputt schlagen. Der Beef geht somit in die nächste Runde. Auf dem Asphalt Massacre 4 Album hat Farid Bang in gefühlt jedem Song Shindy gedisst, hat sogar sein Album verschoben, um ihn noch einmal zu zerstören. Außerdem kursiert das Gerücht, dass Farid und Kolle doch an JBG 4 arbeiten und Shindy und Bushido könnten an Classic 2 arbeiten. Ob es dann zu einem großen Beef zwischen den beiden Teams kommt? An die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Welches von den beiden Teams findet ihr interessanter und glaubt ihr, dass JBG 4 und Classic 2 uns erwarten? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.